Hallo und herzlich willkommen zurück zu Morrowind, hier mal wieder aus Balmora, wo wir letzte Folge ja wenig kläglich daran gescheitert sind, hier die, ich glaube, sie hießen Carmona Tong, diese Gruppierung, die sich in dieser eine Schenke da aufhält, zu erlegen oder erledigen, wie auch immer. Da wurden immer die Erwachen alarmiert, das hat irgendwie nicht so geklappt, egal wie ich es probiert habe. Das muss irgendwie anders funktionieren, aber ich glaube, wir sind noch nicht dazu in der Lage, das zu bewerkstelligen, wie das auch immer funktionieren sollte. Ich muss mal da ganz kurz noch ein bisschen am Sound rumspielen. Das war noch ein bisschen... Ja, okay, der Regen gehört zu den Effekten. Ein bisschen laut, ehrlich gesagt. Mal wieder die ganzen Settings geresettet natürlich. Passiert ja mal alle paar Starts von Morrowind aus irgendeinem Grund. Aber gut, kann ich mit leben, weil mittlerweile weiß ich, wo die Regler hin müssen. Ich habe gerade mal kurz meine Aufgaben geschaut. Und zwar, wir haben hier Antambolis Informant. Das ist, glaube ich, aktuell unsere Hauptaufgabe. Der Meisterspion schickte mich aus, um mit Hasfat Antambolis in der Balmora-Kriegergilde zu reden. Ich soll ihn fragen, was er über den Nerevarin-Geheimkult und den Geheimkult, das sechste Haus, weiß, und dann zurückkehren. Um dem Meisterspion Bericht zu erstatten, Zuerst muss ich Antambolis einen Gefallen tun, damit er mir die Informationen gibt, die der Meisterspion wünscht. Okay. Machen wir das auch mal, würde ich sagen. Mal ein bisschen mit der Hauptgeschichte fortfahren. Haben wir jetzt auch mal sehr viel mit allen möglichen Nebengeschichten hier verbracht und alles Mögliche hier eigentlich getrieben. Ach, warte mal, ich bin blöd, jetzt habe ich wieder... Ach, Moment, ich habe meinen Sprung nicht neu gebindet. Wo ist Springen? Springen, Springen, da. So, Kriegergeld war das hier, genau. Ja, nix, ja, ich möchte nur vorbei. So, Antambolis, wer ist das denn von euch? Ich habe ein offenes. Ihr seid's nicht, du bist es auch nicht. Da geht's raus, da geht's auch raus, da wollen wir nicht hin. Ja, was wollt ihr? Was Gutes in der Kiste mittlerweile wieder. Ach, ist wieder aufgefüllt auf jeden Fall. Aber aktuell brauchen wir, glaube ich, nichts, oder? Unsere Rüstung hält noch ganz gut durch. Könnte man reparieren. Schmiedekunst verbessern könnte man damit, ne? Genesungstränke haben wir noch genügend davon. Arkane-Tränke haben wir viele. Aber Genesung sehe ich jetzt gar nicht mehr. Kann ich sehen, keine hohe Zahl zumindest. Hier sind billige Genesungstränke haben wir. Wir wollen aber Standard. Zwei Stück, ne? Dann nehmen wir auf jeden Fall welche mit. Die billigen. Ach, das sind die billigen. Ah, okay. Wie kann ich das, wenn wir so viel davon mitnehmen? Könnte man jetzt, aber muss jetzt nicht unbedingt. Morgenlufttrank haben wir genügend. Ich möchte einfach mal ganz kurz die 10. Dann verbessern wir doch mal ganz kurz einfach unsere Ausrüstung. Einfach mal durchklicken, ein bisschen durchspammen. Schadet ja nicht. Ja, mittlerweile treffen wir auch schon ziemlich häufig damit. Ja, wird. Okay, wie viel haben wir jetzt noch übrig davon? 7. Und noch ein. Aber die wiegen jetzt auch immer nur 1 pro Stück. Können sie wieder hier reinschmeißen? Ach, wir können keine da reinschmeißen. Na toll. Gut, hier war das Problem, hier werden sie mal wütend, wenn ich was rausnehme. Das heißt, wir nehmen die jetzt auch mal mit so lange. Ist mir jetzt auch wurscht. Okay, hier war auch niemand, dann ist der irgendwo hier unten. Ich höre. Da, der ist es. Hasfat Antambolis. Guten Tag, Wami. Ihr arbeitet also für Kaios, wie? Und Kaios braucht Informationen. Natürlich läuft so etwas nicht ohne Gegenleistung. Ich erwarte zuerst einen kleinen Gefallen und danach sage ich euch, was ihr wissen wollt. Mhm, was für ein Gefallen denn? Es gibt in der Nähe Dwemer-Ruinen, die Argentant genannt werden. Ich möchte, dass ihr dorthin geht und für mich einen kleinen Würfel mit einem kreisförmigen Muster und einigen Symbolen auf einer Seite findet. Er wird Dwemer-Rätselwürfel genannt. Bringt mir diesen Würfel und ich werde euch erzählen, was ihr wissen möchtet. Ah, ich glaube, das ist eventuell sogar die Ruine, bei der wir waren, aber die wir nicht reingekommen sind. Dazu sagst du uns noch nichts, ne? Ja, ihr müsst erst einen Gefallen tun, natürlich. Sechstes Haus, sagst du uns auch nichts zu, es war schon klar. Der Rätselwürfel.
Der kleine Würfel, nach dem ich suche, ist etwa so groß wie eine Faust, vielleicht etwas größer. Er wird aus einem kupferhaltigen Metall sein, mit einem kreisförmigen Muster und Symbolen auf einer Seite und einigen Markierungen auf der anderen Seite. Dieser kleine Würfel ist alles, was ich will. Schauen wir nochmal hier nach. Die Dwemer-Ruinen bei, ich nenne es einfach mal Ark, sind unterirdisch sehr groß. Verlass die Stadt gen Süden, am Schicksalsschreiter Hafen vorbei, dann über die Brücken östlich über den Fluss Odai, am Wegweiser Richtung Norden nach Caldera. Rechts weist ein Schild nach Molag Mar, geht die Straße rechts hinauf und über eine uralte dwemerische Brücke, über die Foyada Mamaia. Okay. Der Eingang nach Ark liegt im Osten der Foyada, südlich der Brücke. Dreht eine Kurbel an einem Rohr in der Nähe, um die Türen zu öffnen. Wir müssen in Richtung Süden laufen. Oh Gott. Verschwindende Zwerge könnten wir uns auch anhören. Oder lesen. Wer es lesen möchte, kann einfach ganz kurz pausieren und das aber ganz kurz lesen. Ja, machen wir uns mal auf den Weg, aber vielleicht sollten wir doch noch ein paar Sachen ablegen dann. Schauen wir mal ganz kurz bei der Magiergilde vorbei, weil da dürfen wir auf jeden Fall Sachen ablegen. Da wird niemand wütend. Oh Gott. Ja, stehen wir doch bitte nicht genauso mitten im Bild. Ich muss sagen, diese Rüstung gefällt mir einfach echt schon sehr gut. Aber ist leider total schlecht. Also im Vergleich zu eigentlich unserer Rüstung aktuell. Oder die ist so schlecht, weil wir natürlich das nicht trainiert haben, weil es eine mittlere Rüstung ist. Nee, aktuell nicht so. Frau Schmiedehämmer hier mich einlagern lassen. Den haben wir ruhig auch da rein. Was wiegt denn sonst noch viel? Des Kriegers Mündel, was ist das denn nochmal? Ach, können wir verkaufen, ne? Kurzgeschichte Morrowinds. Brauchen wir die? Ich schau mal nur kurz nach. Auf jeden Fall können wir noch für die Diebesgilde ein paar Dwemer-Artefakte auch besorgen. Das können wir zum Glück in einem Wisch machen. Aber die Kurzgeschichte Morrowinds, brauchen wir die? Ich glaube nicht. Das Codebuch? Nee. Dann lass uns doch ruhig mal hier ablegen, weil es hat nicht viel Wert, aber vielleicht ist es irgendwie wichtig oder so. Das können wir noch verkaufen, gehen wir Buchhändler. Ansonsten haben wir was zum Ablegen. Ich glaube nicht unbedingt. Ja, so eine Menge kleine Tränke irgendwie, aber die haben wir gesagt, die wollen wir irgendwie noch verwenden oder verwerten. Ein paar davon brauchen wir eventuell auch. Diese dämliche Silberschale. Solange wir die Quest nicht erledigt haben, schleppe ich die hier wirklich mit mir rum. Genauso wie diese komische Asche hier. Dann brauchen wir die irgendwann mal und ich weiß nicht mehr, wo ich es hingelegt habe. Und das wäre echt schade. Zur Buchhändler, war das der hier oder einer weiter? Hier ist der Waffenschmied. Da oben war es, glaube ich, nicht, ne? Ist irgendein Händler? Hier schon mal bei dem? Stimmt, oder? Sprecht. Kaufst du auch Bücher? Ja, er kauft auch Bücher. Cool. Ich glaube, wir waren nicht mal bei dem. Der hat nur so. Na, der hat dieses ganz merkwürdige Inventar, der einfach alles hat. Haufen Schrott und Müll und Rüstung oder halt Waffen, weiß ich nicht. Ah, Falschen hat sich verbessert. Sehr schön. Das ist doch super. So, dann müssen wir Richtung Süden die Stadt verlassen. Legen, war hier irgendwo schon diese Dwemer-Ruine? Hatten wir die schon mal erkundet? Ich glaube nicht. Da ist Gnarmok. Jetzt schauen wir erstmal kurz mal in unseren Aufgaben rein. Welches ist es? Informant. Okay. Also Richtung Süden. Vielleicht statt gehen Süden am Schicksalsschreiterhafen vorbei. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Hafen ist. Dann über die Brücken östlich über den Fluss Odai. Nach Caldera. Zum Molag Mar. Wir haben nur die Infos über Schicksalsschreiter. Na gut, dann laufen wir mal hier los. Wir werden schon irgendwann ankommen.
vermute mal, wir sollen mal der Straße folgen, ne? Das macht keinen Sinn, hier dem Fluss zu folgen. Andererseits ist es der Fluss Odai. Andere Flüsse erkenne ich hier nämlich keine. Ist das hier unten vielleicht irgendwo? So, Vivek und so weiter. Haben wir aber nirgends auf der Karte markiert. Ja, kleiner Quarmakundschafter da unten, der interessiert mich gerade nicht. Na klar, wir könnten da langlaufen, den Weg. Ich weiß mal nicht, ob es richtig ist. In welche Richtung laufen wir denn jetzt? Wir laufen aktuell östlich. Ist ja, glaube ich, nicht ganz verkehrt. Irgendwann müssen wir auf jeden Fall östlich laufen. So Richtung, genau, Caldera jetzt nach Norden. Praktisch mehr oder weniger bis zum nächsten Schild weiterlaufen. Nach Molagma. Ha. Ich bin ja doch nicht so schlecht im Navigieren. Da, dann sind das die Ruinen da oben, okay. Dann sind das doch die. Weil da waren wir ja schon mal, aber da sind wir nicht reingekommen. Vielleicht schaffen wir es dieses Mal. Mal ganz kurz gucken, auf welcher Taste haben wir Ausdauer. Auf der 9. Nur falls die uns gleich angreifen. Was 100% passieren wird. Spätestens der da oben wird angreifen. Mein Gott, ist das ein Unwetter hier. Haben wir den Treffen von hier unten? Ja, haben wir. Ups. Ich dachte, der fliegt über uns. Okay, den haben wir. Zack. Das da auch. Wert 20. Können wir mitnehmen. In irgendeiner Kurbel müssen wir drehen. Ich gucke mir mal auch alles an, was nach Kurbel ausschaut. Und das hier, das ist die Kurbel. Oh, die habe ich nicht gesehen. Und damit geht die Tür auf in die Dwemer-Ruine. Ah, wie krass. Ach, wir müssen noch ein bisschen warten, okay. Ark, was auch immer, Halle der Zentrifuge. Schwere, dwemerische Tür. Oh Gott. Ich mach mal kurz einen Quicksave. Ich glaube, hier drin sollten wir wenig aufpassen. Wer weiß, was hier auf uns lauert. Tiefer Abgrund. Oh mein Gott. Jojojojo. Warte, was ist denn eine Kiste? Die schauen wir uns mal zuerst an. 7 Fackeln, naja, toll. Aber die brauchen wir nicht, wir sehen sowieso genug als Khajiit. Und zur Not können wir die Nachtsicht anschmeißen. Ich will auf jeden Fall erstmal ein bisschen schleichen, weil ich weiß eben nicht, was uns hier erwartet. Könnte doch der ein oder andere mächtige Feind auf uns lauern. Ah, da ist auch schon jemand. Scheint ein Mensch zu sein. Da der eingängliche Empfang hier nicht so freundlich war, als wir hier über die Brücke gelaufen sind, gehe ich mal nicht davon aus, dass das hier jemand Freundliches ist. Lauf mal nicht so viel. Mensch. Jetzt aber. Frinkeruts. Du hast irgendwas Gutes dabei, was wert ist. Stahl durch. Das ist ein bisschen was wert. Ich sehe mich eh schon, ich lade jetzt hier einen Haufen Sachen ein und dann muss ich eh wieder alles wegschmeißen. Wenn wir überladen sind. Ja, zum Glück keine Falle. Es hat ein Geräusch gemacht, glaube ich. Was ist das denn hier? Sieht cool aus. Können aber nicht kaputt hauen. Hm. Nach hinten schauen wir auch gleich. Ich würde erstmal kurz hier vorbeigucken. Oh ja, Flint können wir mitnehmen.
Zack, ein paar Draken. Jetzt gibt's hier erstmal nichts. So, wollen wir jetzt da hinten lang schauen oder erstmal hier runter? Es schaut so aus, als wäre das der Hauptweg da hinten. Da steht noch jemand. Boah, manchmal siehst du die Leute gar nicht, ne? Die sind echt gut versteckt manchmal. Direkt einen Knockdown geschafft. Die Eintreffer noch. Wenn die nicht mal so ruckelig laufen würden, könnte man die echt besser treffen. Surus Velvus. Auch ein paar Draken, Stahl durch. Hey. War's das fürs Erste? Also mich müssen sich durchgehend hier schleichen, nur gerade für den Anfang mache ich das ein bisschen. Okay, Klageläutenhalle. Okay, Dreifachtür, die dahin geht. Ich würde mal ganz schnell erst da hinten vorbeischauen. Gerade kurz erschrocken, warum da oben so einer rumsteht oder liegt. Aber gut, den haben wir da so platziert. So, wieder schleichen. Geht's auf jeden Fall noch schön tief runter. Ich muss auf jeden Fall denken, wir müssen nicht nur diesen Rätselwürfel holen, sondern wenn möglich auch die anderen wemerischen Artefakte für die Liebesgilde. Aber die gibt's bestimmt auch hier drin. Da würde ich fast mein letztes Hemd drauf verwetten. Aber nur fast. Da ist noch eine Tür. Da steht jemand. Oh Gott. Ich dachte gerade, der ist nicht feindlich. Jetzt wollte ich ihn gerade gar nicht angreifen, aber jetzt hat er uns... Oh. Oh, ich bin gerade erschrocken. Mensch. Was war das denn? Ja, typische Befester-KI. Die laufen an dir vorbei und die sehen dich nicht. Na klar. Man kennt's. Ah, ein Pokal und ein Krug. Noch ein Pokal. Ich schau mal ganz kurz, was wir mitnehmen müssen, weil die Sachen sind nämlich ziemlich schwer und das war die falsche Taste mal wieder. So, wir brauchen Röhre, Kelch und Schale. Schale können wir mit... Na... Der ist nicht ganz so schwer. Wir nehmen die Sachen einfach mal kurz mit. Aber wir werden sowieso bald Sachen ablegen müssen, wenn wir wieder überladen sind, wie immer. Stahlfass mit einem Diamanten. Und ein Rubin und nochmal Metallstück, die auch sehr schwer sind. Okay, die sind wirklich sehr, sehr schwer. Das macht fast keinen Sinn, die mitzunehmen. Aber da wir doch noch sehr viel Platz im Inventar haben, machen wir das ruhig mal. Okay, hier ist nichts mehr drin im Ofen. Kamin, der ist leer, der Herd. Wemerischer Krug. Was war es nochmal? Ich hab's wieder vergessen, mein Gott. Dass ich mir das auch nicht merken kann. Röhre, Kelch und Schale. Aber ein Kelch ist das ja eigentlich, was wir mitgenommen haben, ne? Nee, Pokal. Ob das als Kelch zählt? Wer weiß. Okay, hier ist auch die Klägeläutenhalle. Okay. Wohl ein anderer Eingang und wo geht's hier hin? Zellen der hohlen Hand. Ach du Heilige. Wir schauen erstmal die Klägeläutenhalle. Aber davor erstmal kurz ein Quick Save. Ah, da hinten läuft schon jemand. Die Türen machen auch sehr merkwürdige Geräusche, ehrlich gesagt. Nicht unbedingt vertrauenserweckend. So, jetzt müssen wir leider nur dummerweise schleichen hier. Was wir aber kurz machen könnten. Nee. Nummer 6. So, dann machen wir ein bisschen mehr Schaden, wenn wir mit dem Bogen angreifen. Vielleicht sollten wir uns jetzt auch für eine Nahkampfwaffe mal den beschwörenden Zauber holen. Vielleicht auch nicht verkehrt. Ihr werdet mir nicht so leicht entkommen.
Sicher? Ich bin genau im falschen Moment um die Ecke. Das Ding wiegt mir zu viel, das nehmen wir jetzt nicht mit. Ja, boah, es geht mittlerweile in alle Richtungen irgendwo hin. Gut, da scheint nichts mehr zu sein. Es sind noch keine Materialien, die man, oder Rohstoffe, die man sammeln kann. Da hinten war eine Tür, jetzt schauen wir erstmal kurz hier hoch. Ja. Da ist noch jemand. Den von hier? Natürlich nicht. Schön in die Wand geschossen. Oh mein Gott. Sag mal. Hä? Hab ich denn nicht? Wie fühlt es sich an, wenn der Tod naht? Weiß ich nicht, sag du es mir. Ach. Also wo wir da wieder hingeschossen haben, keine Ahnung. Ich habe schon ewig weit nach rechts gezielt. Hat aber anscheinend nichts gebracht. Ziemlich viel eingestürzt hier schon. Scheint lange verlassen zu sein, diese Ruine. Stahl- und Eisentür. Da war eine Falle drauf. Oh, ich habe einen richtigen Trank getrunken. Oh. Was ist das denn? Wie viel ist es das denn? Die eine Seite ist nicht verhexelt oder vermint und die andere schon. Oh, da muss man da auch noch aufpassen, oder was? Okay, die beiden gehen auf. Okay, es kommen sehr, sehr viele Türen hier. Okay, hier ist weiter erstmal Ruhe. Oh, zuck mir die Nase, ich muss nicht niesen. Das ist schlecht. Ja, jetzt wollte ich die Maus gar nicht mit Absicht verreißen. Hab aber genau in dem Moment hingegriffen, wo ich doch wieder niesen musste. Oder wo ich dann niesen musste. Ja, juckt immer noch. Ja, so jetzt. Ah, Falle, okay. Dann wollen wir doch mal die Sonde herauskramen. Okay, wir haben noch eine des Gesellen für alle Fälle. So, ist entschärft. Oh. Guten Tag. Ist da rum? Ja, da kommt sie rum. Oh, die hat einen Speer oder sowas. Na, bleib doch im Boden. Oh, Mann. Warum stehst du denn auf? Rote Livia. Okay. Wahrscheinlich heißt sie eher Road. Ah, sind das hier etwa die Duschen oder Toiletten oder was? Ah, mehr Dwemer Sachen. Krug. Schmiedehammer. Und Dietrich, sehr schön. Was haben wir hier? Da noch ein paar Pokale und... Ah, eine Schüssel. Sehr gut. Und Münzen. Gewicht 0,1, aber Wert 50. Sehr schön. Zahnradgewicht 50, aber 100 Wert. Natürlich. Ein paar Krüge können wir mitnehmen. Ich glaube, die Summe wird es dann ausmachen von den ganzen Wehmer-Sachen. Weil ich ein bisschen neugierig bin. Okay, da kommen wir nicht durch. Ein Zylinder. Oh, brauchen wir den vielleicht irgendwann? Ich habe auch gerade schon wegen den Zahnrädern überlegt. Ich nehme mal eins mit. Den Zylinder auch. Wer weiß, ob wir nachher irgendwo was reparieren können. Das vielleicht einsetzen können. Wäre ja eine Option. Okay, wo kommen wir hier hin? Halle der Zentrifuge. Ist nicht da unten auch die Halle der Zentrifuge? Oh Gott. Ach, hier kommen wir raus. Okay. Hier ist eine Doppeltür? Okay, merkwürdig. Die eine Tür führt woanders hin und die Doppeltür führt in den Gang. Interessant. Himmelsgalerie.
Okay, ein neuer Bereich. Lädt auch ein bisschen. Da unten ist, glaube ich, ein bisschen Magma. Da steht jemand. Zack, ja, perfekt. Gleich den zweiten Treffer gesetzt. Wir laufen mittlerweile auch schon nicht mehr so schnell, weil wir doch schon wieder ein bisschen Gewicht zugeladen haben. Okay, hier ist erstmal nichts drin. Ja, lieber denn nicht zu schnell machen, nachher ist irgendeine Falle mit drauf. Abgenutzte dwemerische Anrichte. Ja, eine Münze, das Zahnrad lassen wir mal. Ach, die Schüssel können wir mitnehmen. Müssen ja nicht irgendwie auf einem sicheren Weg nach unten kommen. Aber ganz ehrlich. Ups. Stimmt, ist das die andere Tür von dem Gang, von dem wir vorher kamen? Klägeläutenhalle, ja. Das scheint die zu sein. So, ein paar Tisch haben wir noch. Checken, dass hier keine Falle drauf ist. Das Ding, nee, brauchen wir nicht. Ah, die Tische haben keinen Loot. Die Kiste auch nicht. Schlangweilig seid ihr. Da ist wieder sehr merkwürdig rotes Licht. Achso, weil Lava unten drunter ist. Klar. Guten Tag. Die sind aber wirklich schlecht, also die sehen einen ja gar nicht hier. Also wir hatten schon bessere Gegner, die uns ja wirklich immer sofort entdeckt haben, als wir nur leicht um die Ecke gelugt haben. Aber die hier? Sind nicht die hellsten Kerzen irgendwie. Vielleicht schon zu lange hier unten irgendwie. Wer weiß, wer weiß. Aber hier sehe ich auf jeden Fall eine Menge Loot-Potenzial, wenn die Kisten nicht alle leer wären. Ach, ein bisschen können wir noch mitnehmen. Komm, nehmen wir alles mit. Vor allem die Münzen sind schön viel wert. Die Pokale, ich hoffe, die Pokale zählen ehrlich gesagt als Kelch. Ich wüsste nicht so ganz. Das Ding ist halt sehr schwer. Ganz bisschen können wir noch mitnehmen. Ah, ein paar Münzen. Das geht auch noch. Ja, Metallschuh geht nicht mehr. Das wird zu teuer, zu schwer. Bleibt das Fenster. Nein, ich wollte das Fenster nicht verschieben. Muss wieder gleich groß werden. Halbwegs hoffentlich getroffen. Schloss 5, okay. Dann wollen wir doch mal einen Dietrich da reinschmeißen. Wo haben wir sie? Da. Ah, verbessert auf 30. 25 Münzen. Ach du Heilige, ist das viel. Dwemerischer Detektor, 40. Dwemerische Armschiene links. Schwere Rüstung, Gewicht 5 und Wert 150. Ich nehme das mal mit. Ein Zwergenstreitkolben. Oh, ich würde gerne mal eine andere Waffe mal ausprobieren, fast langsam, ne? Wenn wir jetzt schon so coole Sachen finden und der wiegt, hat auch guten Wert, meine ich. Wiegt einiges, ja. Aber hat einen schönen Wert. Lass doch mal die Metallstücke ablegen. Und vielleicht noch irgendwie so die schweren Krüge hier, diese da. Komm, lass mal euch mal zwei hier. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo es wir ablegen müssen. Wir sind ja noch nicht fertig hier. Wir haben noch eine Tür vor uns. Landblutgalerie, Schloss 32, okay. Gleich mal weiter. Ach, im ersten Versuch. So, ich erstmal quicksaven. Kleiner Ruckler. Das ist eine Wemerspinne. Hier haben wir einen Tag. Oh, da kommt ein Geist. Jetzt wird's interessant. So, diese Silberklinge haben. Mit den Lupen.
Zwergengeist. Ektoplasma, okay. Das hier ist eine Centurio-Spinne, so heißen sie, okay. Schleichen wir erstmal lieber ein bisschen weiter. Oh, man hört schon hinter der Tür. Oh, man kann hier auch durch. Was ist das denn? Oh Gott, seht ihr das da unten? Durch den kleinen Spalt. Oh. Okay, die Türen sind nicht verhallt. Ach, hier ist auf beiden Türen eine Falle. Mhm. Lass mal die Sonde ausrüsten. Halt. Die Falle haben wir. So, die haben wir auch. Dann saven wir nochmal. Und wo haben wir denn unseren Ring? Haben wir den Ring eigentlich noch? Ja, auf der 5. Ach, haben wir die falsche Taste. Und ein bisschen zum Heilen verwenden, damit wir auch voll sind. So. Ja, die Zenturi-Spinne haben wir. Oh mein Gott. Wir können ein schönes Screenshot machen von den Kollegen. Aus dem Winkel wird das nichts. Nein, jetzt kommt er. Oh, der hat auch gut Leben. Okay, wir haben ihn. Wir haben ihn. Oh. Dampf-Centurio. Hat Metallstücke dabei. Aha. Ich will einen Screenshot also machen. Ich habe zwar einen gemacht, aber der war nicht gut. Boah, so dämlich in dem Moment. Kommt der Gegner auf einen zugelaufen? Klar, macht man einen Screenshot von. Da sollten wir nicht reinfallen. Aber wie cool ist es hier bitte? Es war weiter erstmal nichts. Oh, hier gibt's nichts. Das ist eine fette Megatruhe. Okay, ich guck mir erstmal kurz die kleinen Sachen, die ganzen Fässer hier an. Wir bestimmt gleich wieder was liegen lassen möchten. Hm, Ebenerz. Das kennen wir ja schon, das ist schön viel wert. Okay, ich brauch jetzt mal kurz einen Quick Save. Schloss 40. Wir werden mit dem Niedrig noch kommen. Ah, hat ausgereicht. Wunderbar. Ein wemerischer Zylinder. Ich nehme ihn einfach mal mit. Ich habe das Gefühl, wir brauchen die noch irgendwann. Aber schade, hätte ich jetzt mehr gehofft aus der Truhe. Die sieht so schön fett aus. Der war zum Glück aber auch nicht so stark. Nein, ach, ich wollte den Ring ausrüsten. So, tiefe Erzpassage. Na, das schreit aber noch ein Quick Save. Problem. Okay, so hält er natürlich deutlich mehr aus. Oh, schnell weg hier. Der ist heftig. Er hat sich irgendwie festgepackt, das ist unser Glück. Wir sind nur treffen. Oh, okay. Okay. Haben ihn besiegt. Auch eine ordentliche Dampfmaschine. Oh, ein Smaragd kriegen wir auch noch. Ich traue mich da mal nicht so nah ranzulaufen. Noch zwei Rubine. Ich habe irgendwie Angst, dass das Ding mir irgendwie Schaden machen könnte. Ich meine, Oblivion oder Skyrim würde es hier voll weggeschlagen werden von dem Ding wahrscheinlich und würdest Schaden bekommen. Hier zum Glück nicht. Ach, Mist, habe ich den Bogen. Genommen. Ich beeilen, vielleicht treffen wir noch auf weitere Gegner. Kurz mal nicht schleichen. Ah, ja, irgendwas hat uns entdeckt. Ah, eine Spinne. Ja. Nee, das war's nicht. 9 war's.
Jetzt haben wir wieder Ausdauer, jetzt treffen wir auch wieder. Okay. Hier oben sind wir noch nicht lang gekommen, da haben wir keine Chance von hier unten. Ich gucke nochmal vorsichtshalber. Und hier hoch. Soll man hier hoch? Wahrscheinlich nicht, aber wir können zumindest die Spinne mal besiegen. Oh, wir sind hochgekommen. Oder? Schon mal da sind. Ist das eine Riesentruhe? Können wir das aufmachen? Leider nicht, aber da ist eine Truhe. Schwere, entwemerische Truhe. Okay, das war gewollt, dass man hier durch komisches Hochgehüpfe hinkommt. Es gibt keinen anderen Weg, den ich hier finde. Zwergenhellebarde. Oh, die macht aber auch ordentlich Schaden. Ist leider super schwer. Lass mal mitnehmen und dann lass mal gucken, was wir wegschmeißen können. Bis dann können wir mal ein paar ablegen. Ich nehme mal 4 weg. Eine brauchen wir ja nur für die Diebesgilde. Die Dinger wiegen 3, haben Wert 30. Die wiegen 4 und haben Wert 20. Also man darf mal 2 oder so ablegen. Oder noch einen. Nochmal 2. Hm. Ja, war eh klar, dass wir die Sachen ablegen müssen. Ich meine, ich will halt das Zahnrad können wir noch irgendwo ablegen, aber ich weiß ja nicht, was wir brauchen. Deswegen nehme ich es mal noch mit aktuell. Vielleicht hat das ja noch irgendwie seinen Zweck, da unten ist ein Geist. So, können wir dem mit dem Bogen eigentlich Schaden zufügen? Ja. Da ist noch ein Geist. Aber auch fast gar nicht. Die sind gut versteckt in der Landschaft hier. Wir müssen immer noch unseren Würfel finden und immer noch ein paar andere Sachen für die Diebesgilde. Außer die Sachen, die wir haben, zählen schon dafür. Oder kommt noch ein Dicker? Eieiei. Gut, dass wir den Bogen gerade eben haben. Oh, Glück gehabt. Leichte Rüstung hat sich auch noch verbessert. Wunderbar. Wir brauchen bald noch ein paar neue Pfeile. Haben nur noch 41. Ist jetzt nicht mehr so viel. Ach, da steht noch irgendein Vieh. Okay, wir schleichen mal ganz kurz. Nur für alle Fälle. Jetzt waren wir eh gerade so unvorsichtig die ganze Zeit. Im Wasser ist nichts, ne? Nö. Hier können wir gefahrlos rumschwimmen. Schön mal Gewässer ohne Schlachterfische. Ich dachte, ich hätte was gehört, aber das war oben, glaube ich, die Maschine, die läuft. Oben die Maschine, die läuft. Wie sollen wir denn da hinkommen? Da oben so. Was ist denn da jetzt der Weg? Ich sehe jetzt mal keinen Weg nach oben aktuell. Ich habe Angst, dass ich stecken bleibe. Ich speichere mal lieber kurz. Ziehen können wir nicht, das gibt's nicht. Aber ich muss mich mal kurz mal anders hinsetzen. Ich hänge komplett schief auf meinem Stuhl irgendwie rum. Und es wird noch so ein bisschen warm, ich muss mal die Ärmel mal hochkrempeln. So, Entschuldigung, mach das alles kurz mit einem Wisch. So. Jetzt kann man wieder schön weiterspielen. Na, das ist nur die Frage, wie zur Hölle kommt wieder hoch? Wie es ausschaut, nicht von hier. Luft holen, dann schaue ich mal da drüben noch einmal runter. Tut das nur so, als wäre hier was, oder? Ne, tut
Tut nur so. Sachen ausrüsten können wir nicht, ne? Ist der Ding gerade ganz kurz aufgeflackert? Ich weiß nicht was. Sind die Dinger irgendwas? Nee. Nee, das ist jetzt ein bisschen blöd. Hier kommen wir so erstmal nicht weiter. Für den Moment. Müssen wir irgendwie von oben irgendwo da rankommen. Es gab hier eventuell noch weitere Türen und Gänge. Würde ich vielleicht mal sagen. Oh Gott, sehr erschrocken. Ich dachte, da steht schon wieder irgendwas. Aber da war doch nichts. Also vielleicht geht's ja auch gar nicht da hoch. Vielleicht tut das nur so, als könnte man da hoch, aber naja, wir werden es noch rausfinden. Ich würde auch mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.